der Tag des Erdbebens und des Tsunami in Japan. Drum Café Japan war da noch nicht lange gegründet. Es war klar, dass der Markt für interaktive Musikprogramme für Unternehmen jetzt erst einmal nicht existierte. Doch die Infrastruktur war noch vorhanden, Gruppen bis zu 300 Personen mit Trommeln auszustatten und sie ihre eigene Leistungsstärke spüren zu lassen. So fiel die Entscheidung leicht, dieses Programm jetzt denen zukommen zu lassen, die es am meisten brauchen. Die Kinder und Menschen, die ihren Besitz, Freunde und Verwandte verloren haben und diejenigen, die in Notunterkünften, Krankenhäusern, Schulen und Kindergärten leben und arbeiten. Am 16. Mai 2011 startete das Nico Nico Projekt, um genau das zu erreichen. Hoffnung zu spenden, indem Gruppen von Menschen mit Drumcafé-Künstlern zusammenkommen und etwas Unerwartetes erreichen. Etwas, das sie motiviert und ihnen wieder ein Lächeln gibt. Drumcafé Deutschland flog am 19. Juni 2011 nach Japan, um aufmerksam zu machen. Mehr als 3 Monate nach dem Beben und dem Tsunami gibt es immer noch viele Orte, die scheinen, als sei das Ganze erst gestern geschehen. Und es gibt nur eine Möglichkeit, dieser Herausforderung zu begegnen. Gemeinsam. Das Drumcafé Nico Nico Happy Smile Projekt. Plan Japan kam eine Woche nach dem Beben nach Sendai City.
Normalerweise helfen wir Kindern in Entwicklungsländern, aber wir spürten, dass wir den Kindern in Tohoku helfen müssen. Jetzt sind wir ein Jahr für ein Notfall- und Wiederaufbauprogramm hier. Wir haben den Drum Café Event heute sehr genossen. Es war sehr, sehr gut und die Kinder, die ich sah, waren so begeistert und mit Freude dabei. Psychosoziale Programme befassen sich damit, wieder einen Sinn für Gemeinschaft zu schaffen und Gemeinschaften zusammenzuführen, damit die Menschen etwas gemeinsam unternehmen, sich austauschen und so ihre Probleme besprechen, wenn sie möchten. Eine Gemeinschaft schaffen nach allem, was hier passiert ist. Da war zuerst eine große Reserviertheit, aber Stück für Stück haben sich alle darauf eingelassen. Es war fantastisch, das mit anzusehen. Die Menschen haben ganz sicher heute Abend etwas zum Bereden. Das war eine ungewöhnliche Erfahrung heute und ein großer Spaß. Gemeinsam machten und genossen wir die Musik. Großartig. So vieles habe ich in mir verborgen, dass ich jetzt rauslassen konnte. Ich fühle mich frisch. Ich empfinde viel Stress, aber der ist heute vergangen. Es geht mir jetzt gut. Danke. Wir hatten bis jetzt keine Chance, uns von Herzen zu freuen oder unsere Gefühle herauszulassen. Das heute war eine gute Gelegenheit dazu. Wir haben schon Sport und Gesang ausprobiert. Das heute ging aber weit über diese Erfolge hinaus. Nach dem Event hatten alle wieder ein normales Lachen. Es hat wirklich gut funktioniert.